Willkommen zurück bei Let's Play Syndicate. Nachdem wir jetzt beim letzten Mal den fernen Osten erobert haben, das Land, wo die Sonne aufgeht, in unserem Fall natürlich blutrot, wie man auch unserem Syndikatslogo sieht, haben wir etwas Zeit verstreichen lassen. Wir haben ja momentan doch mal leichte Geldprobleme, würde ich es mal so sagen, und hatten auch Probleme, unsere Jungs überhaupt ja, genug Munition mitzugeben, was wir jetzt einfach machen lassen. Wir haben die Zeit ein bisschen laufen lassen, weil auch in diesem Menü läuft die Zeit weiter. Und haben entsprechend einfach jetzt die Munition aufgefüllt. Ja, das ist aber auch eigentlich alles. Und genau, wir haben jetzt genau den Far East hatten wir erobert. Wir könnten jetzt halt hier Kalifornien könnten wir natürlich jetzt angehen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Und könnten allerdings auch zum Beispiel noch Kamtschatka, wir haben noch China und den Iran. Und ich hatte mir mal Kamtschatka angeguckt. Aber das ist, ja, klang jetzt für mich jetzt nicht ganz so spannend. Würde uns vermutlich jetzt hier irgendwie einen Übergang nach Alaska wahrscheinlich bringen. Im China ist es eigentlich ein ganz normaler Combat Sweep Einsatz. Also wir kommen in eine Stadt, die halt vom englischen, vom gegnerischen, nicht Englisch, nein, vom gegnerischen Syndikat ja, gehalten wird. Und das ist natürlich ein Problem für uns und ja, wir sollen einfach das gegnerische Syndikat entfernen und dann wird die Stadt zu uns überlaufen. Ja, forschungstechnisch, wir forschen immer noch, wir forschen hier immer noch an der nächsten Heavy Weapon. Wie man sieht, es sind halt ein paar Tage vergangen. Das ist halt die Zeit, die wir haben. Weiterlaufen lassen. Man sieht auch, wir sind immer noch nicht allzu reich. Also, und wir können uns halt immer noch nicht, wir hatten ja beim letzten Mal mitbekommen, Arms 3. Das sind halt kybernetische Arme und ja, die würden vor allem dafür sorgen, dass wir auch mit schwerem Gewicht auch noch besser klarkommen. Aber die kosten halt 50.000 Credits und das ist halt nichts, was wir jetzt so einfach mal aus dem Arm schütteln können. Also vermutlich werden wir das wirklich so machen. Wir werden das ersten Mal nur wahrscheinlich dafür einkaufen, der dann vermutlich eine etwas schwerere Ausrüstung kriegt zu Beginn und dann halt nach und nach natürlich irgendwann für alle. Und wie man sieht, wir machen jetzt momentan so knapp 20.000 pro Tag. Da gehen natürlich immer noch dann wieder die Vorschusskosten von ab und natürlich unsere Munitionskosten. Und ach, bevor ich jetzt noch viel länger rede, geht's doch einfach mal nach China. So, wie üblich wählen wir auch einfach erstmal alle Jungs aus. Und wir wollen diesmal ein bisschen Geld sparen. Achso, sollten wir vielleicht auch eine Waffe wählen und nicht. Ja, eine Waffe ist schon vorteilhaft. Genau, gucken einfach mal wieder, was haben die Gegner hier. Genau, da kommt ein Polizist, der kam halt von unten. Ah, das ist genau das, was ich vermeiden wollte. Da unten kommt ein Syndikat, ein gegnerisches. So, wir laufen hier mal eben kurz um die Ecke. So, dann bleiben wir jetzt hier stehen. Und genau, wir haben den Automatikmodus sozusagen angemacht. Das heißt, die müssten jetzt eigentlich hier eher zu uns kommen. Wir geben uns vielleicht sonst auch mal, ja, eigentlich auf eine etwas exponierte Position, würde ich sagen. Der Vorteil ist allerdings, hier sehen wir wirklich alle Richtungen und ja, sehen halt gegnerische Syndikatsagenten früh genug. Von denen, wie man hier auch wieder sieht, ist reichlich gibt. Jetzt kommen wir gerade sogar auch aus zwei Richtungen gleichzeitig. Das ist natürlich dann schon. Ein bisschen mehr Action, aber. Ja, dann lassen wir wieder unsere Jungs übernehmen. Achso. So, jetzt übernehmen unsere Jungs wieder. Ja, jetzt haben wir ja schon mal gut aufgeräumt. Ah, die haben alle nur Uzis dabei. Das ist für uns natürlich gut zu sehen, dass die nur Uzis haben. Wir machen jetzt einfach mal einmal ganz kurz Folgendes. Wir gehen jetzt hier sozusagen auf Entdeckungsreise. Wir riskieren es einfach mal. Wir sehen ja vorne sonst über die Karte, sehen wir ja auch sonst eigentlich immer, wenn da irgendwo was passiert. Okay, da oben ist Ende. Genau, wenn da wie in diesem Fall einfach ein gegnerischer Syndikatsagent kommt. Man sieht ja auch, wir haben momentan volles Leben mit unseren Jungs. Also hier oben ist Kartenende. Okay, da kommen auch wieder weitere. Wir bleiben jetzt einfach mal kurz bei der MP, weil die ist einfach natürlich wesentlich sparsamer.
so. Dann gucken wir noch mal weiter. Da sind keine. Ja, die Karte ist hier oben einfach so ein bisschen abgeschnitten. Oh, ich sehe gerade, da kommt ein Polizist. Den müssen wir uns vermutlich auch gleich. Gut. Häufig gibt es ja sonst auch noch, das hatten wir ja schon mal auf einer anderen Karte, einfach so ein Ort, wo einfach so ein paar zusammenstanden. Ich finde es auf jeden Fall spannend, dass ich gerade hier so gar keinen mehr sehe. Observing, Eliminate Agents. Also, wir haben immer noch den Auftrag hier, welche zu eliminieren. Hier könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ah, da unten stehen auch welche. Mal gucken, wo ist denn das? Okay, hier sind wir. Also, es ist links von uns. Da machen wir uns auch mal auf den Weg. Na, Fahrzeuge sind hier gerade leider ein bisschen Mangelware. Das ist natürlich schon ein bisschen schade. Also ein Fahrzeug wäre schon ganz nett. Ist jetzt ja doch ein bisschen größer und zumindest so eine kleine Strecke würde ich jetzt wahrscheinlich fahren wollen. Ich gucke noch mal ganz kurz. War das hier? Nee. Da aber da hinten. Okay, das heißt, wir laufen jetzt hier einfach an der Straße entlang. Ich laufe mal eben kurz wieder zu meinen Jungs wieder hin. In dieser Straße. Ich glaube, wir bleiben aber natürlich trotzdem sicherheitshalber nicht allzu lange auf der Straße. Nicht länger als notwendig. Nicht, dass jetzt doch hier irgendwo ein Fahrzeug lang kommt und uns einfach umheizt. Gut, noch sind die Agenten da hinten ruhig. Ah, diese Musik, die treibt einen doch immer wieder. Also zumindest bei mir ist es so. Die Musik, die weckt. Die sorgt doch für einen ordentlichen Adrenalinschub bei mir. So, und da kommen sie auch schon, die gegnerischen Syndikatsagenten. So, ich denke, jetzt sollte es wahrscheinlich reichen, dass ja, da kommen wir. Allzu viele kann es ja auch von sich gar nicht mehr geben. Aber die meisten schon umgebracht haben. Ich denke, es war im Endeffekt wieder mal eine ganz gute Variante, die wir hier gewählt haben. Also zu Beginn einfach ein bisschen, ja, einfach sozusagen einen sicheren Hafen finden. Eliminate Agents. Okay, da unten kommt auf jeden Fall noch einer. Mission completed. Nochmal kurz gucken. Wir hatten nur eine Uzi. Und dann können wir die Mission beenden. Die Forschung müsste vermutlich jetzt aber auch abgeschlossen sein. War jetzt ja doch schon, ja, etwas. Die Mission schon wieder ein paar Minuten länger und wir hatten ja vorher sowieso, wie ich gesagt hatte, schon kurz gewartet. Head Accuracy 50%, nur 5 Zivilisten erwischt. Das ist für unsere Verhältnisse recht wenig. Und damit gehört uns China, bringt uns nach Osten nichts. Wir könnten jetzt allerdings nach Indien oder in den Pacific Rim. Ja, uns wenden. Und ja, was natürlich schön ist, unser Syndikat ist schon wieder etwas größer geworden, unser Territorium, was wir besetzen. Und ich bedanke mich für euer Zusehen und sage bis zum nächsten Mal.